Wir haben eine auch erwartete Zusammensetzung der 5 Kacktore des Monats. Lass mich raten, welcher Monat ist das dann? Des Monats Oktober. Die sind hier. Und dreimal erste Liga dabei. Das Kacktor des Monats. Tor 1, Niklas Mied, SV Dessau 05. Hier weiß einer ganz genau, was er tut und vor allem, was zum Erfolg führt. Erst den Ball verlieren, den Gegner damit in Sicherheit wiegen, um dann die Kugel dem Gegner so aufzulegen, dass der gar keine andere Wahl hat, als Billard zu spielen und den Ball damit ins Tor zu befördern. Ganz wichtig bei dieser Planung, der Torhüter des Gegners darf nicht seinen besten Tag erwischen. Tor 2, Jannis Vollert, Hallescher FC. Auch er hat einen klaren Plan, der da lautet, den Ball immer im Blick und möglichst nebenher laufen. Eingegriffen wird erst, wenn alle Stricke reißen. Oder halt, wenn der Pfosten einem einen Strich durch die Rechnung macht. Dann steht man nämlich plötzlich in bester Stürmermanier perfekt vor dem Tor und muss das Ding einfach machen. Man muss, auch wenn es wehtut. Tor 3, Ertan Haidaray, TSV Steinbach. Es läuft die 96. Spielminute. Es steht 1:1. Was jetzt gefragt ist, ist ein ruhiger Kopf und selbstverständlich bloß keine Dummheiten. In dieser Szene haben wir aber gleich zwei Personen, die sich daran partout nicht halten wollen. Da wäre Waldorfs Torhüter Jerick von der Felsen und Steinbachs Spieler Ertan Haidaray. Das Ergebnis, das 2:1 für Steinbach, gleichbedeutend mit dem Sieg. Tor 4, Jonas Hofmann, Bayer 04, Leverkusen. Der Mittelfeldspieler von Bundesliga-Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen beweist gegen den SC Freiburg, dass er stets in der Lage ist, exakt den Pfosten zu treffen. Und auch wenn wir das alle in der Schule gelernt haben, Einfallswinkel ist hier nicht gleich Ausfallswinkel. Zum Nachteil von Freiburgs Torhüter Noah Atubolu, der die Kugel elegant ins eigene Tor befördert. Tor 5, Sebastian Bornau, VfL Wolfsburg. Wir bleiben in der Bundesliga mit diesem ganz hervorragenden Exemplar eines Schienbeintores. Wolfsburgs Verteidiger Sebastian Bornau avisiert die Flanke von Gegner Augsburg perfekt, springt im richtigen Moment ein und dann, ja dann ist der Vollspann leider gerade nicht im Repertoire und der Belgier weicht zwangsläufig auf Schienbein und Knie aus. Ein teuflischer Mix. Ich wehre mich sehr davor, dass es endlich mal nach Robert Andrich den zweiten Bundesligaspieler gibt, der diese Trophäe auch annimmt, wenn einer der drei Bundesligaspieler das Kacktor gewinnen sollte. Das ist eine Trophäe, die kann man sich nicht ergaunern. Ne? Die ist ganz ehrlich, Ballon d'Or kann jeder, wenn man sich ganz doll anstrengt. Aber Kacktor ist schon ein exklusiver Kreis. Mhm. Und die ganze Zeitersendung, die könnt ihr in der ARD-Mediathek sehen, also ungefähr